BR Heimat Blasmusikkonzert. Herzlich willkommen aus dem BR Studio Nürnberg zum Blasmusikkonzert. Wir feiern heute ein Jubiläum, einen runden Geburtstag. Die Bläsersinfonie Berg wird heuer 20 Jahre alt. Berg, das liegt bei Neumarkt in der Oberpfalz. Das Dorf selber hat knapp 3000 Einwohner. Die Gemeinde Berg kommt auf 8000. Zu dieser Zahl tragen sage und schreibe 35 Gemeindeteile bei. Ob diese vielen Gemeindeteile auch wichtig für die Bläsersinfonie sind, diese Frage werde ich gleich mit meinen Gästen klären, die ich mir für heute eingeladen habe. Zunächst erstmal Musik. Am 8. Januar haben wir das Neujahrskonzert aufgezeichnet, mit dem die Bläsersinfonie das Jubiläumsjahr eingeläutet hat. Wir werden in der kommenden Stunde einige Stücke aus diesem Konzert zu hören bekommen. Los geht's jetzt mit einer Fanfare. Ja, da gibt's schon mal den ersten Applaus. Die Wiener Philharmoniker-Fanfare von Richard Strauss, live gespielt von der Bläsersinfonie Berg beim Neujahrskonzert am 8. Januar in Neumarkt in der Oberpfalz. Am Dirigentenpult stand bei diesem Konzert Paul Meiler, der künstlerische Leiter der Bläsersinfonie Berg, und den darf ich jetzt bei mir im Studio begrüßen, zusammen mit dem ersten Vorsitzenden Hannes Stepper. Schön, dass ihr da seid. Ja, hallo, danke schön. 3 Monate ist es jetzt her, das Neujahrskonzert. War der zufrieden mit diesem Auftakt ins Jubiläumsjahr? Auf jeden Fall sind wir sehr zufrieden. Es war ein super Erlebnis für alle Beteiligten. Der Verein Bläsersinfonie Berg e.V. ist vor 20 Jahren gegründet worden. Damit gehört er zu den noch jungen Vereinen. Was war der Auslöser damals im Jahr 2003, einen neuen Musikverein zu gründen? Da muss ich ein bisschen weiter zurückgehen. Und zwar hatten wir meine beiden Musikerkollegen Michel Schiller und Klaus Ragensteiner, die Idee,
dass wir das musikalische Angebot innerhalb der Gemeinde einfach ausbauen müssen. Es gibt eine Blaskapelle, eine recht gute, die ich seit 27 Jahren selber leite. Und wir haben uns gedacht, wir brauchen was für die Jüngeren und hatten dann die Idee, ein Jugendorchester zu gründen und hatten auch schon ein paar in Aussicht. Wir haben ein kleines Konzept zusammengestellt, das ich dann im Gemeinderat am 27.11.2001 vorgestellt habe. Und das fand großen guten Anklang. Und wir sind dann auch gleich losmarschiert in 2002, hatten uns die Musiker gekrallt, die uns bekannt waren, die schon einigermaßen Musik machen können. Und es waren gerade mal 12. Und wir haben dann versucht, dann weitere zu akquirieren. Wie macht man das? Üblicherweise geht man in die Schulen, macht so Schnupperkurse, stellt die Instrumente vor. Und das hat irrsinnig guten Anklang gefunden. Nämlich, wir hatten gleich zu Beginn auf Anhieb 50 verbindliche Anmeldungen. Und das war klasse. Und da ging es gleich los mit dem Unterricht. Und so ist das Orchester dann schon langsam angewachsen. Und wir hatten in diesem Gründungsjahr, sage ich jetzt mal, wir waren noch kein Verein, in 2002 dann schon 5 oder 6 Auftritte, unter anderem ein Weihnachtskonzert und ein Abschlusskonzert. Das war schon richtig gut. Ich habe es vorhin gesagt, 35 Ortsteile hat die Gemeinde Berg. Ist aus jedem Ortsteil ein Musiker dabei? Nicht wirklich aus jedem, weil manche auch sehr klein sind, die Ortsteile. Manche bestehen nur aus ein paar Höfen, aber man kann sagen, dass es querbeet und auch von anderen Gegenden herkommen. Hast du damals bei der Gründung gleich den Vorsitz übernommen? Ja. Jetzt habe ich mich natürlich auf die heutige Sendung ein bisschen vorbereitet und da habe ich gesehen auf deiner Homepage, dass du ja nicht nur erster Vorsitzender dieses Vereins bist, sondern ich habe 11 Ensembles gefunden, in denen du als Musiker aktiv bist. Also ich glaube, man kann sagen, Musik, das ist dein Ding, oder? Das ist meine Leidenschaft, ja. Und das sind ganz unterschiedliche Ensembles, vom Kirchenchor bis zu einem S-Horn-Ensemble. Das ist eine bunte Mischung. Wie hat sich das ergeben? Das mit dem S-Horn-Ensemble, das ist vor 5 Jahren entstanden. Und da habe ich mal ausgeholfen. Da hatte der jetzige Hornmeister ja so ein Jagdhorn, so ein Parfumshorn eben dabei. Und das hat mich fasziniert, wirklich fasziniert. Weil man nahezu jeden Ton spielen kann, aber man hat ja keine Ventile. Und das erschwert die Sache natürlich ungemein und man muss da sehr gut und intensiv arbeiten, damit man das Instrument auch spielen kann. Zurück zum Konzert an Neujahr am 8. Januar. Dieses Konzert, das waren ja 2 Konzerte genauer gesagt, am 7. und 8. Januar. Wie lange habt ihr euch darauf vorbereitet als Eröffnung für das Jubiläumsjahr? Also das Programm stand schon im September zu Schuljahresbeginn fest. Das habe ich versucht, da schon zu fixieren, damit alle die Noten haben und wissen, was die Proben dann bringen. Und ich habe dann im Laufe des Oktobers, denke ich, einen Probenplan erstellt, der dann halt zunehmend sich aufbaut bis zum Probentag im Dezember. Ende Dezember hatten wir noch so einen Intensivprobentag. Ja, genau, also man kann sagen, so 4 Monate Vorbereitungszeit. Bei diesem Konzert waren auch mehrere Formationen auf der Bühne, die Großen, also das Hauptorchester, aber auch der Nachwuchs. Die Jüngsten, die hören wir jetzt mit einem Stück aus dem Film Shrek 2, Accidentally in Love.
Die jüngste Formation der Bläsersinfonie Berg, zuletzt mit dem Titel Happy. Wie heißt diese Gruppe, die wir gerade gehört haben, die jüngsten? Das ist die junge Bläsersinfonie Berg 1 offiziell, also die Kinder. Wie alt sind diese Kinder durchschnittlich? Die Kinder sind eigentlich genau 5., 6. Klasse. Jetzt schreiben sich ja viele Vereine und Orchester die Nachwuchsförderung auf die Fahnen und ihr betreibt das so richtig konsequent und mit System. Wie sieht die Jugendarbeit bei euch aus? Die Jugendarbeit sieht so aus, dass wir 2017 eine Bläserklasse gegründet haben in der dortigen Grundschule in Berg, wo wir auch unseren Proberaum haben. Und die Kinder lernen da in der 3., 4. Klasse in der Bläserklasse 2 Jahre lang im Klassenverbund quasi ein Instrument. Und wenn die dann weitermachen wollen, dann rutschen die ab der 5. Klasse in diese junge Bläsersinfonie Berg 1, in das nächste kleine Jugendorchester. Und nach wachsen die dann ins fortgeschrittene Orchester, bis die irgendwann im großen Orchester landen, im Idealfall. Ihr geht in die Grundschule, das heißt, die Schulleitung, die unterstützt diese Bläserklassen. Ja, wir haben noch mit der Vorgängerin der Schulleitung von der Grundschule Berg die Bläserklasse ins Leben gerufen und haben durchweg sehr große Unterstützung dort und Narrenfreiheit im Haus. Und wenn sie dann rauskommen, die Kleinen aus den Bläserklassen, dann folgt der Einzelunterricht und da gibt es eine Kooperation, habe ich gelesen, mit der Musikschule. Ja, die Bläserklasse fußt ja darauf, dass die von Anfang an parallel Einzelunterricht und Bläserklassen-Gesamtprobe haben. Das heißt, die Kinder spielen von Anfang an zweigleisig, einzeln, individuell und in der Gruppe. Und da kommt die Kooperation mit der Musikschule Neumarkt sehr gelegen, wo ich auch Lehrer für die Blechblasinstrumente bin. Und der Unterricht, ist der in der Musikschule selber, in einem zentralen Gebäude, oder fahren die Lehrer auch raus zu den Musikschülern in die Dörfer? Anfangs war es so, dass die Schüler nach Neumarkt an die Musikschule kommen mussten. Mittlerweile ist die Schülerzahl so groß, dass die Saxophonlehrer, Querflötenlehrer, also die Lehrer der Musikschule, teilweise einen ganzen Tag in Berg unterrichten und dann quasi als Außendienststelle in Berg ihren Unterricht abhalten, dann vor Ort. Seit wann gibt es diese Zusammenarbeit mit der Musikschule schon? Also ich habe 2015 die Bläsersinfonie als musikalischer Leiter übernommen und 2017 haben wir die Bläserklasse dann gegründet in Kooperation. Seitdem gibt es die. Wie ist das Fazit bis jetzt? Das Fazit ist überschwänglich. Also ich finde es eine sehr, sehr gute Sache. Ich kann es jedem Verein nur ans Herz legen. Oft scheitert es also an den Rahmenbedingungen, denke ich, von der Gemeinde oder von der Schule oder weil die Lehrer von der Musikschule nicht zur Verfügung stehen oder es überhaupt keine Musikschule gibt. Wir haben hier in Berg den perfekten Idealzustand, dass die Kooperation auf vielen verschiedenen Säulen steht und jeder seinen Teil dazu beiträgt und das ist perfekt. Besser könnte es nicht laufen. An dieser Stelle möchte ich mich gleich mal bei der Gemeinde nochmal für diese großartige Unterstützung bedanken. Es ist so, dass wir das Privileg haben und als einziges Orchester im ganzen Landkreis, dass die Gemeinde unseren musikalischen Leiter, den Dirigenten, finanziert. Das ist großartig und eine enorme Erleichterung für den Verein. Und wir bekommen auch permanent Unterstützung, wenn es gilt, Mangelinstrumente, also große Instrumente, die sich der Verein einfach nicht leisten kann, die anzuschaffen, wie Vibraphon oder Pauken oder Tuba. Da werden wir großartig von der Gemeinde unterstützt. Das ist hervorragend. Dann widmen wir jetzt das nächste Stück ganz speziell der Gemeinde als Dank für die Unterstützung. Und das ist die nächste Stufe, nicht das erste Orchester, sondern die junge Bläsersinfonie 2. Und die spielt jetzt Seven Nations Army. Thank you.
Seven Nations Army, die junge Bläsersinfonie 2 der Bläsersinfonie Berg. 20 Jahre wird die Bläsersinfonie Berg heuer alt. Zu Gast im Blasmusikkonzert sind der Dirigent Paul Meiler und Hannes Stepper, der erste Vorsitzende. Wie viele Konzerte spielt die Bläsersinfonie Berg in einem normalen Jahr, wenn nicht gerade Jubiläum ist? Ich würde sagen, so 5 bis 6 größere Konzerte, größere Auftrittsgelegenheiten haben wir. Die sind aber jedes Jahr sehr unterschiedlich. Wir machen mal Weihnachtskonzert, mal Open-Air-Konzert. Heuer haben wir das erste Neujahrskonzert tatsächlich gespielt. Das war ein Novum. Und wir überlegen uns dann immer fürs nächste Jahr, was wir machen könnten. Das ist nicht in Stein gemeißelt, sondern wir hacken da immer irgendwas Neues aus. Das wird spontan entschieden. Es gibt keinen Plan. Nein, es gibt keinen Plan, beziehungsweise der Plan wird jedes Jahr abgeändert. Das versuchen wir einfach, dass die Attraktivität einfach bleibt, dass wir jedes Jahr einfach andere Angebote anbieten. Und wie oft gibt es ein Probewochenende? Eigentlich einmal im Jahr. Also einmal mache ich mit den Nachwuchsorchestern ein Probenwochenende und einmal mit dem großen Orchester. Also eigentlich 2, einmal für die Großen, einmal für die Kleinen. Ein Highlight des Konzerts am 8. Januar, das war natürlich das Solowerk, das Capriccio für Tuba. Wer hat das rausgesucht? Ich nehme an, da hat der Dirigent seine Hand im Spiel gehabt. Nein, nicht wirklich. Ich hatte nur die Hand im Spiel bei der Auswahl des Solisten. Der Matthias Rackl ist ein alter Kollege von mir und fast mein Nachbar. Wir spielen ja zusammen auch bei Philharmenka immer in der Band. Und ich habe ihn gefragt, ob er bei uns als Solist spielen will im Konzert. Das wird vom Bayerischen Rundfunk aufgezeichnet. Und dann kam von ihm sofort spontan die Idee, ich würde gerne das Capriccio spielen von Rodney Newton. Eigentlich eine Brassband-Nummer. Aber der Komponist hat die später für symphonisches Blasorchester umbearbeitet. Und diese Version haben wir dann aufgeführt. Hattet ihr schon öfter Solo-Beiträge in einem Konzert? Ja, für Vibraphon zum Beispiel oder für Saxophon oder auch für Gesang natürlich, aber für Tuba ist schon sehr außergewöhnlich und mit Matthias haben wir auch wirklich einen außergewöhnlichen Solisten gewinnen können. Wie würdest du den Schwierigkeitsgrad einschätzen von diesem Werk für Solist und für Orchester? Fürs Orchester ist, glaube ich, als Oberstufenstück deklariert, für den Tubisten verrückt wahnsinnig, würde ich sagen. Also es ist ein anspruchsvolles Werk und das hören wir uns jetzt an, das Capriccio für Tuba und Blasorchester. Thank you.
Ein tolles Werk von Rodney Newton, das Capriccio für Tuba und Blasorchester. Als Solist geglänzt hat Matthias Ragl, begleitet von der Bläsersinfonie Berg unter ihrem Dirigenten Paul Meiler. Jetzt haben wir schon einiges über den Verein und über die verschiedenen Formationen erfahren. Und die werden alle geleitet von einer Person. Paul, seit wann schwingst du den Taktstock bei der Bläsersinfonie Berg? Also ich habe den Taktstock 2015 im Herbst von meinem Vorgänger übernommen und anfangs habe ich nur das große Orchester, also sprich die Bläsersinfonie, geleitet und dann nach und nach die Nachwuchs- und Jugendorchester. Mittlerweile habe ich 5 Orchester an einem Tag nacheinander und mache alles aus einer Hand. Warum macht das alles eine Person? Hat sich das so ergeben? Ist das Absicht oder gab es einfach für die anderen keine
Zunächst war es nicht beabsichtigt, das hat sich irgendwie so ergeben und es ist so angewachsen, auch durch meine Initiative natürlich, und die Kinder haben mich als Bezugsperson eben kennengelernt, und im Nachhinein muss ich sagen, dass das schon der richtige Weg ist, wenn das alles aus einer Hand kommt und die Kinder immer den gleichen Ansprechpartner haben und immer den gleichen Dirigenten, der vorne steht. Außerdem arbeitest du noch an der Musikschule Neumarkt, hast du vorhin gesagt, und zwar die Blechblasinstrumente, alle? Ja, lustigerweise war ich zuvor in Berg als musikalischer Leiter und habe dann ein Jahr oder zwei Jahre später die Anstellung bei der städtischen Musikschule Neumarkt bekommen und bin da Lehrer für Blechblasinstrumente. Wo liegen deine musikalischen Wurzeln? Ich nehme an, du bist auch in einer Blaskapelle groß geworden. Ja, natürlich. Bei uns war das ein bisschen anders damals. Es gab keine Bläserklassen, sondern ich bin da zu so einem Vorstellungsnachmittag gegangen und der damalige Dirigent bei uns im Dorf hat gemeint, du hast schmale Lippen, du spielst Trompeten. Und dann habe ich halt Trompeten angefangen und die ist mir irgendwie geblieben. Und also ich habe ganz klassisch in der örtlichen Blaskapelle bei mir mit Trompete angefangen, mit 7, glaube ich so. Anscheinend war das die richtige Entscheidung, denn du hast auch noch Musik studiert. Und zwar in München und in Basel, habe ich gelesen. Ja, ja, ich war erst an der Berufsfachschule für Musik noch in Sulzbach-Rosenberg. Dann bin ich an die Hochschule nach München, habe da ganz typisch Orchestermusik für Trompete studiert und bin dann nach dem Diplom noch nach Basel für die Meisterklasse, so eine Art Aufbaustudium noch gegangen, habe da Konzertexamen noch gemacht. Und dann hast du noch eine Ausbildung gemacht zum Atempädagogen. Ja. Ja, wie bist du denn da drauf gekommen? Ja, ich fand es für mich persönlich immer nötig, dass ich mich mehr damit beschäftige, wie ich das Instrument, also diese Blechhupe da irgendwie besser bedienen kann, und wollte immer mehr Zugang dazu finden und wollte tiefer einsteigen. Und dann bin ich parallel zu meinem Studium in München immer nach Düsseldorf gependelt und habe mich da zum Atempädagogen ausbilden lassen. Und sehr jetzt immer noch davon, nicht weil ich Kurse gebe oder so, sondern weil ich im Unterricht bei Schülern das mit einfließen lassen kann. Und ich selber habe persönlich auch sehr davon profitiert, als Musiker, als Instrumentalist, und kann das eben nur sehr ans Herz legen. Gibt es einen universalen Tipp, den du geben kannst? Ja, universalen Tipp ist, ich denke, nee, das gibt's nicht, muss man klar sagen. Das ist immer ein sehr individuelles Programm, das man für jeden Schüler oder für jeden Instrumentalisten da zurechtlegen, zurechtschneiden muss. Und da gibt's erstmal eine Aufnahme, wo man schaut, was macht der richtig, was macht der falsch, was sind so die Unzulänglichkeiten, und dann passt man ein Programm an denjenigen an und das kann man dann üben. Also so ein universelles Programm gibt's nicht. Jedenfalls profitieren deine Schüler davon, nicht zuletzt die, die bei der Bläsersinfonie Berg spielen. Mhm. Kommen wir zurück zum Konzert. Ein weiterer Programmpunkt war das Werk Pinocchio. Was gibt es dazu zu sagen? Ja, Pinocchio fand ich, die Geschichte fand ich schon sehr interessant. Und dann habe ich das Stück von Alex Pöhlmann das erste Mal gehört und habe mir gedacht, das Stück transportiert diese Geschichte so plastisch. Man kann sich die Bilder im Kopf gut vorstellen. Und ich fand das sehr, sehr gut gemacht. Und dann bin ich drauf gekommen, dass der Alex Pöhlmann ungefähr so alt ist wie ich und sehr jung das Stück noch komponiert hat und eigentlich auch Hobbymusiker ist. Er hat nie Musik studiert, sondern das nur just for fun macht. Mittlerweile schon sehr intensiv, aber er ist kein ausgebildeter Komponist. Und ich fand das phänomenal, das Stück. Und dann wollte ich das unbedingt immer spielen. Und dann haben wir es die letzten Jahre immer wieder aufgeschoben. Und jetzt durch die Aufnahme war das die Gelegenheit, das endlich aufzuführen. Und wir tauchen jetzt ein in die Geschichte über die hölzerne Puppe Pinocchio. Thank you.
Thank you.
Pinocchio, eine Komposition des Niederländers Alex Pohlmann. Zu Gast im Blasmusikkonzert sind Hannes Stepper, der erste Vorsitzende der Bläser Sinfonie Berg, und Paul Meiler, seines Zeichens Dirigent dieses Orchesters, das heuer 20 Jahre alt wird. Jetzt haben wir schon einige Stücke von euch gehört und die machen Lust auf mehr. Also, wie geht's weiter im Jubiläumsjahr? Wann und wo ist die Bläser Sinfonie Berg das nächste Mal zu hören? Ja, das nächste Mal zu hören ist die Bläsersymphonie am Muttertag im Mai. Da werden wir ein wunderschönes Konzert geben. Und natürlich unsere große Feier im Juli. 14. und 15. Juli werden wir groß feiern. Erstmal am Freitag mit einem Festakt, mit Ehrungen und Ansprachen. Und am Samstag wollen wir einfach nur feiern. Wir haben eine Gast-Big Band aus Neumarkt und sogar eine Gruppierung aus Polen. Wir haben eine Partnerschaft mit Walze aus Polen und da bin ich befreundet mit dem jetzigen Bürgermeister und dem Leiter der Musikschule. Und da freuen wir uns ganz besonders drauf. Die Möglichkeit, die Bläsersinfonie Berg als Zuschauer zu erleben, das ist das eine. Wenn jetzt aber jemand Lust bekommen hat aus Berg und Umgebung und selber gerne mitspielen würde, oder wenn uns Eltern zuhören, die ihre Kinder gerne anmelden möchten, wo kann man sich hinwenden? Gibt es da eine Kontaktadresse? Gerne bei mir, entweder zu finden auf meiner Homepage oder gehen Sie direkt auf bläsersymphonieberg.de. Da ist meine Adresse, meine Mobilfunknummer und mein E-Mail-Account zu finden. Vielleicht ist noch interessant die Frage, muss man unbedingt über die Grundschule anfangen, über die Bläserklasse, um da einzusteigen, oder kann man das auch als Quereinsteiger tun? Die Grundschule, die Bläserklasse ist nicht zwingende Voraussetzung. Ab der 5. Klasse, sprich die junge Bläsersymphonie Berg 1 ist es dann, sind wir offen für alle Auswärtigen. Die vorherige Bläserklasse insofern nicht, weil das ja Vormittag in der Schulzeit ist. Das wäre schon aus Zeitgründen gar nicht möglich, aber danach sind wir offen für alle. Ja, und wir begrüßen jeden, der Interesse an der Musik hat und der auch schon ein Instrument spielen kann. Das war auch der Grund, wieso wir eine Namensänderung vorgenommen hatten in 2017. Das Orchester hieß ja anfangs Jugendsinfonieorchester Berg. Und nachdem wir einen irrsinnigen Zulauf hatten und die Jugendlichen auch älter geworden sind, fanden wir es passend, dass wir eine Namensänderung vornehmen, was wir dann auch im Jahr 2017 gemacht haben. Und seitdem sind wir im Vereinsregister als Bläsersymphonie Berg e.V. eingetragen. Das heißt, es gibt keine Altersgrenze. Nein. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie sich interessieren, bläsersinfonie-berg.de, so lautet die Adresse der Homepage. Hier findet man Infos, Bilder, was man braucht. Hannes Stepper und Paul Meiler, vielen Dank, dass ihr hier wart im Studio Nürnberg, um euren Verein vorzustellen. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft, genügend Nachwuchs, ein schönes Muttertagskonzert und noch ein ganz tolles Jubiläumsjahr. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank.
Und das war schon eine Zugabe, gespielt vom Solisten Matthias Raggl mit seiner Tuba beim Neujahrskonzert am 8. Januar. Damit ist unsere Sendung fast zu Ende. Die Bläsersinfonie Berg war heute im Fokus, aus Anlass ihres 20-jährigen Bestehens. Ich hoffe, Ihnen hat's gefallen. Wenn Sie was verpasst haben, dann empfehle ich Ihnen unsere Homepage br.de/heimat-franken. Dort finden Sie die Sendung eine Woche lang zum Nachhören und in den nächsten 5 Stunden klappt das auch mit der BR-Radio-App. Am nächsten Samstag präsentiert Ihnen dann im Blasmusikkonzert mein Kollege Stefan Ametsbichler unter dem Titel Rays of the Sun blasmusikalische Jubelklänge zur Osterzeit. Jetzt gibt's hier gleich die Nachrichten auf BR Heimat, danach dann fränkische Volksmusik, davor aber nochmal die Bläsersinfonie Berg mit dem Titel Tex-Mex. Damit verabschiede ich mich für heute. Ihnen noch einen schönen Samstagabend, frohe Ostern und bis zum nächsten Mal aus Nürnberg. Ihr Karl-Heinz Brandt.
Sie hören BR Heimat. Typisch Bayern. Thank you.